Warnung, das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken und sollte unter keinen Umständen zu Hause wiederholt werden. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Ja, schön, dass wir heute am 24. dabei sind bei einem Versuch. Ja, mein Adventkalender, die Schüler wünschen sich da immer etwas. Schauen wir mal, was heute hier ein Wunsch ist. Oh, die Reaktion mit Kaliumpermanganat. Dazu braucht man natürlich eine feuerfeste Unterlage. Kaliumpermanganat, KMNO4. Und wenn man jetzt Schwefelsäure drauf gibt, H2SO4, entsteht mit KMNO4 und H2SO4 entsteht Mn2O7, Manganheptoxid. Dieses Oxid ist relativ instabil. Das heißt, das möchte irgendetwas oxidieren. Das heißt, wir geben einen Stoff hinzu, der sich oxidieren lässt. Oxidieren heißt natürlich auch verbrennen. Jede Verbrennung ist eine Oxidation. Ethanol wäre so ein Oxidationsmittel. Man könnte für den Versuch also auch Schnaps verwenden. Wenn wir das jetzt hinzugeben, beginnt es zu brennen. Also der Alkohol oxidiert sofort zu CO2 und H2O. Ein bisschen Ruß entsteht dabei auch. Fröhliche Weihnachten.